Hallöchen! Heute geht es um folgendes Buch und zwar von Gavin Extance, Libellen im Kopf. Das hier ist die Leseexemplarausgabe, das heißt, ist nicht gebunden, sondern wie ein Taschenbuch, ein großes. Habe ich vom Verlag zugeschickt gekriegt. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Ich habe mich sehr darüber gefreut, denn das erste Buch von ihm habe ich schon hier, habe ich aber leider noch nicht gelesen. Und zwar ist das das unerhörte Leben des Alex Woods. Darauf bin ich mittlerweile sehr gespannt, denn dieses Buch hat mir absolut gefallen und ich kann es euch nur allen empfehlen. Schaut es euch unbedingt mal an. Es ist ein ganz, ganz anderes Buch. Es ist ein sehr persönliches Buch des Autors, steht hinten zumindest drin. Und das Ganze dreht sich um Abby oder Abigail, die zusammen mit ihrem Freund Beck in London wohnt. Ist es London? Ja. Ich kann mir solche Dinge manchmal nicht merken, wie jemand heißt oder wo die wohnen. Abby trifft direkt zu Beginn des Buches auf eine Leiche, und zwar die Leiche ihres Nachbars. Es dreht sich hier keinesfalls um einen Krimi oder einen Thriller oder irgendetwas Ähnliches, aber diese skurrile Situation direkt zu Beginn macht schon ein bisschen klar, wo wir hier gelandet sind. Nämlich in einem, ich finde schon auch manchmal ein bisschen ein schräges Werk und eine schräge Erzählweise. Wir erleben das Ganze aus Sicht von Abby. Das heißt, sie kommt in die Wohnung, merkt, irgendwas passt hier nicht, raucht erstmal neben der Leiche, als sie sie gefunden hat, im Wohnzimmersessel, 1,5 Zigaretten, die sie auf dem Tisch findet, und ruft dann die Polizei an. Das Ganze läuft weiter drumherum. Ihr Umfeld sagt immer wieder, ach Mensch, es ist doch irgendwas, es muss doch irgendwas sein, so quasi. Sie kann es doch nicht so locker wegstecken, wenn sie da eine Leiche gefunden hat. Apropos Umfeld, das Umfeld von ihr, also Beck ist eben ihr langjähriger Freund. Man hat aber das Gefühl, dass es keine, oder wie soll ich sagen, nicht keine, es ist eine etwas schwierige Beziehung, das heißt, die ist nicht immer auf einer Augenhöhe, nicht immer auf Vertrauen basiert, nicht immer auf vollstem, ja, es ist nicht komplett offen. Also sie sind nicht beide total ehrlich zueinander, sondern sie verschweigen sich schon so einiges. Abgesehen davon, der Vater von Abby ist mit einem Model zusammen. Dieses Model ist ja genauso alt oder nur ein bisschen älter als Abby. Das heißt, es könnte ihre Schwester sein und ist aber die Geliebte ihres Vaters. Mit der kommt sie sehr schlecht nur klar. Auf die treffen wir dann auch mal. Also es kommt zu verschiedenen schrägen Situationen und die ja, lassen so unterschwellig oder auch letztendlich recht offensichtlich darauf schließen, dass irgendwas nicht passt und nicht stimmt. Abby trifft dann so manch eine Entscheidung und kommt wie in einen Strudel. Das heißt, das Ganze wird irgendwie intensiver, schlimmer, heftiger. Und aus der Sicht von Abby lässt sich vieles erklären oder vieles nachvollziehen aus ihrer Sicht und Perspektive. Wenn man allerdings quasi raustritt aus diesem Buch als Leser und nicht mehr so nah dran ist, denn das Ganze ist sehr direkt und sehr eindringlich erzählt, stellt man doch fest, es macht vieles keinen Sinn und es ist irgendwie ein bisschen realitätsfremd und fern und passt nicht zu einem normalen Verhalten. So ein bisschen habe ich mir auch die Frage gestellt, was ist eigentlich die Erwartung an jemanden in einer Gesellschaft? Wie wird man da eigentlich gesehen? Wie würde die Außenwelt sie betrachten? Und das fand ich eigentlich sehr spannend, dass man da so ein bisschen hingeführt wird auf solche Fragen. Wir kriegen dann mit, dass Abby eine psychische Störung hat und auch dementsprechend irgendwann Konsequenzen zu spüren kriegt. irgendwie fehlen die Worte. Und ich denke, die Übersetzer wollten mit diesem Titel Libellen im Kopf darauf hinaus, dass ich sag mal so, wie Schmetterlinge im Bauch verliebt sein ist, dass Libellen im Kopf auch wie mehr wie ein Gefühl ist und wie eine Stimmungslage, die rübergebracht wird, viel mehr als, als eine bestimmte Erkrankung oder viel mehr als, ja, ich sag mal, etwas trocken medizinisch ausgedrücktes.
Der Originaltitel, muss ich nochmal kurz gucken, ist The Mirror World of Melody Black. Melody Black kommt auch nochmal in dem Buch vor, relativ spät eigentlich erst. Und ich finde, das ist auch ein guter Titel für dieses Buch. Also beides trifft es irgendwie. Ja, dieser Leuchtturm, beziehungsweise überhaupt Wasser, eine Insel und ein Leuchtturm haben damit schon auch noch was zu tun mit diesem Ganzen. Und ich kann euch nur sagen, ich weiß zwar noch nicht, wie das erste Werk von ihm ist, der Bestseller, aber dieses Buch ist auf jeden Fall auch sehr, sehr, sehr gut. Deswegen guckt es euch auf jeden Fall mal an. Es ist mal was ganz anderes. Es ist keine typische Krankheitsgeschichte, also so Sicklit in der Richtung. Es ist kein Frauenroman im Sinne von Nicola Sparks. Es ist kein Thriller, kein Krimi. Steht irgendwie für mich, für meine Begriffe, irgendwo einzeln. Und ich finde es sehr gut geschrieben. Mich wundert es nicht, dass das erste Buch eingeschlagen ist wie eine Bombe, auch wenn ich es noch nicht kenne. Denn dieses Buch hat mich schon vom Autor überzeugt und ich werde auf jeden Fall das erste Buch auch ganz bald mal lesen. Absolute Leseempfehlung, das heißt, wenn ihr eine Meinung dazu habt, schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Ich würde mich darüber freuen und lasst uns ein bisschen darüber plaudern und austauschen. Wenn ihr das nächste Video nicht verpassen wollt, dann abonniert meinen Kanal doch einfach und schaut rein, wenn es wieder ein bisschen was über Bücher zu erzählen gibt von mir. Tschüss!